Vegetative Dystonie kann die Hölle sein. Panikattacke, innere Unruhe, Nervosität, Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme und noch ganz, ganz vieles mehr. Zum Glück gibt es einen Weg daraus, ohne Medikamente. Wir alle kennen dieses flaue Gefühl in der Magengegend, wenn sich die Angst ausbreitet oder du eine Panikattacke bekommst. Dein Herz rast, schlägt dir bis in den Hals, du schwitzt, zitterst und du wirst kreidebleich. Ich selbst kann ein Lied davon singen, denn ich habe mein Leben lang schon zig Panikattacken und Angstzustände durchlebt. Manche sind so heftig, dass es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Und obwohl wir wissen, dass es nur in diesem Augenblick so ist, schießen einen immer wieder die gleichen Gedanken in den Kopf. Was ist, wenn das für immer bleibt? Wenn der Moment dann vorbei ist, dauert es Minuten oder sogar Stunden, bis du dich wirklich wieder komplett beruhigt hast. Aber warum ist das so? Wenn das passiert, durchläuft dein Körper einen Kampf- und Fluchtreaktion. Diese Reaktion verursacht wiederum eine neue Ausschüttung von Hormonen. Unter anderem auch das Stresshormon Adrenalin. Diese Reaktion ist aber im Grunde genommen so wichtig, denn sie ist dafür da, um unser eigenes Überleben zu sichern. Schau, dein Herzschlag erhöht sich, um deinen Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Deine Augen weiten sich, damit du besser sehen kannst und dein Gehör wird viel, viel schärfer. Gleichzeitig werden weniger wichtige Körperfunktionen wie beispielsweise die Verdauung gedrosselt. Ist das nicht faszinierend? Also ich finde schon, wozu unser Körper alles in der Lage ist. Diese Reaktion haben wir Menschen evolutionär entwickelt, um bei Gefahr eine größere Überlebenschance zu haben. Instinktiv bereitet sich der Körper darauf vor, entweder an Ort und Stelle zu bleiben, also erstarren, oder wegzulaufen, Flucht, oder sich mit dem Konflikt frontal zu stellen, also Kampf. Für uns ist das moderne Leben heutzutage sehr viel angenehmer als für unsere Vorfahren. Wir müssen nicht mehr gegen wilde Tiere kämpfen oder auf die Jagd gehen. Aber was geblieben ist, sind unsere eigenen Reaktionen. Die haben sich gar nicht verändert in uns innen drinnen. Immer noch können wir bestimmte Erfahrungen, diese Notfallreaktion in gewissen Situationen auslösen. Auch wenn wir nicht wirklich in diesem Moment in einer Gefahr sind. Trotzdem können die Gegebenheiten unserer modernen Gesellschaft oft dazu führen, dass unser Nervensystem auf Hochtouren läuft. Allerdings ist es heutzutage eher Stress am Arbeitsplatz, Zeitdruck etc. Unser Nervensystem arbeitet nahezu 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Monat etc. Daher kann es auch hier überfordert sein. Es braucht unbedingt Pausen, damit sich dein Nervensystem wieder regulieren kann und du dich während einer stressigen Woche oder nach einem intensiven Erlebnis wieder entspannen kannst. Du erfährst gleich, welchen Einfluss das vegetative Nervensystem auf unsere Gesundheit und unsere Psyche hat und vor allem, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst. Was ist das Nervensystem? Zum besseren Verständnis, dein Nervensystem ist so etwas wie die Kommandozentrale deines Körpers und steuert die meisten deiner täglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel grundlegende Aktivitäten wie Atmen und Sehen, aber auch komplexe Prozesse wie Denken oder Lesen. Es steuert deine Emotionen und erkennt Bedrohungen. Dabei, und das wissen die wenigsten, spielt es gar keine Rolle, ob diese Bedrohungen real sind oder nur eingebildet, also in deinen Gedanken. Dein Nervensystem ist es, was eine Kampf-Flucht-Reaktion auslöst. Die Regulierung des Nervensystems ist also ein wichtiger Bestandteil der somatischen Therapie. Es ist unerlässlich, dass man das ganzheitlich betrachtet. Nicht nur psychische Ansätze sollen berücksichtigt werden, sondern auch der körperliche Ansatz. Du kannst dein Nervensystem zwar nicht wirklich zurücksetzen, das kann niemand, aber du kannst Schritte unternehmen, um es mit Entspannungstechniken und anderen Übungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen und so das Ungleichgewicht dann wieder beseitigen. Jetzt fragst du dich vielleicht, und das zu Recht, woher weiß ich, ob mein Nervensystem eine Pause braucht. Du musst nicht immer gleich mit einem Therapeuten zusammenarbeiten, um dein Nervensystem ins Gleichgewicht zu bringen. Denn es gibt viele Übungen, Tipps und Techniken, die du selbst zu Hause machen kannst. Aber zuerst darfst du lernen zu erkennen, ob dein Nervensystem aus dem Gleichgewicht wirklich geraten ist. Vielleicht erkennst du dich jetzt wieder. Wenn unser Nervensystem für längere Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, bekommen wir oft körperliche Symptome und es fällt uns immer schwerer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Kennst du das? Man spricht dann von einer vegetativen Dystonie. Diese kann sich folgendermaßen äußern: innere Unruhe, verstärkter Grübelzwang, schlechter Schlaf, hoher Blutdruck, Herzrasen, Stimmungsschwankungen,
erhöhte Reizbarkeit und verstärktes Schwitzen. Und jetzt denkst du dir vielleicht wie ganz viele, ich kann das nicht mehr, das ist dir die Hölle, und gehst selbstverständlich zum Arzt. Der Arzt verschreibt dir dann möglicherweise Beta-Blocker. Warum das gefährlich sein kann, dazu gleich. Auch wenn du dein Nervensystem nicht direkt kontrollieren kannst, gibt es Möglichkeiten, die dir helfen, dich zu beruhigen und in stressigen Situationen widerstandsfähiger zu werden. Atme tief durch. Atemarbeit kann eine effektive und einfache Methode sein, um deine Nerven zu beruhigen. Außerdem kannst du das überall anwenden. Wenn wir langsam und tief atmen, signalisieren wir unseren Parasympathikus, dass wir uns beruhigt haben. Das Gegenteil bewirkt die schnelle, panische Atmung. Sie steuert den Sympathikus, der den Kampf oder die Flucht steuert. Oft reicht es schon, wenn du dich im Alltag ein paar Minuten Zeit für dich selber nimmst und langsam ein- und ausatmest. Kälteeinwirkung kann deinen Vagusnerv, den Hauptnerv deines parasympathischen Nervensystems, beruhigen und helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine Studie aus dem Jahr 2008 hat gezeigt, dass sich bei Anpassung deines Körpers an kalte Temperaturen deine Kampffluchtreaktion nach der Zeit immer weiter abnimmt und dein Ruhe- und Verdauungssystem mehr aktiviert wird. Wenn du zu Hause üben möchtest, kannst du dich einfach mal kalt unter die Dusche stellen. Wenn das für dich am Anfang ein bisschen zu krass ist, nimm einfach kaltes Wasser und spritz dich damit ab. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie der Vagusnerv dir helfen kann, innere Unruhe loszuwerden, klick hier oben einmal auf das i. Wenn Kälte nicht dein Ding ist, kannst du es stattdessen mit Wärme versuchen. Ein langes, heißes Bad hat etwas sehr Entspannendes und das aus sehr gutem Grund. Ein warmes Bad oder eine heiße Sauna können tatsächlich Entzündungen reduzieren und Stress und Ängste sehr stark lindern. Wenn du also das nächste Mal nach einem stressigen Ereignis Ausgleich und Entspannung brauchst, lass dir ein warmes Bad ein oder gönne dir eine lange, heiße Dusche. Wenn du nicht baden willst oder gerade nicht kannst, nimm ein Heizkissen und lege es auf die Bereiche, die sich angespannt anfühlen, wie zum Beispiel deine Schultern, deine Nacken. Es gibt noch nicht genug Forschung, um schlüssige Beweise für Gewichtsdecken zu finden, aber viele Menschen benutzen sie aufgrund der Idee der tiefen Druckstimulation. Die Decke wird als riesige Umarmung beschrieben und auch so empfunden und übt einen leichten, gleichmäßigen Druck auf den gesamten Körper aus, der dann ein Gefühl der Entspannung und Ruhe bei uns hervorrufen kann. Eine Studie hat sie sogar an Menschen getestet, die wegen einer psychischen Krise in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Und haben festgestellt, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die sie benutzen, anschließend über weniger Angstzustände berichtet haben. Falls du dich dafür entscheidest, solltest du dir eine Decke holen, die etwa 10% deines Körpergewichts ausmacht. Normalerweise sind das zwischen 5 und 10 Kilo. Wir alle wissen, dass eine reduzierte Bildschirmzeit deinem Schlaf helfen kann. Aber eine Pause von der schnelllebigen und stressigen Arbeit am Bildschirm ist auch sehr wichtig, denn es hilft, dein Nervensystem zu regulieren. Ständiges Online-Sein kann Stress für den Körper sein und zu Depressionen und Angstzuständen beitragen. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Setze dein Handy am Sonntag auf Nichtstören und widme dich dann einem neuen Hobby oder Zeitvertreib. Könntest diese Zeit nutzen, um die Natur zu genießen, indem du im Garten arbeitest oder spazieren gehst oder meditierst. Du kannst diese Zeit auch nutzen, um dich mal wieder persönlich mit einem Freund zu treffen. Ein geselliges Beisammensein lenkt dich nicht nur vom Stress ab, sondern kann deinen Stresspegel sogar immens senken. Eine Klientin von mir ist zu ihrem Arzt gegangen wegen diesen Symptomen und hat Beta-Blocker verschrieben bekommen. 2 Jahre lang hat sie diese Beta-Blocker genommen. Naja, was war das Ende vom Lied? Sehr hohe Cholesterinwerte, Durchfall, in seltenen Fällen Erbrechen und allgemein war das Blutbild viel, viel, viel schlechter. Deswegen kann ich diese Beta-Blocker dir nicht empfehlen. Wenn du jetzt aber unter Panikattacken leidest und das Ganze auch noch mental hier oben in dir losgeht mit Grübeln etc., dann empfehle ich dir, dieses Video mal anzuklicken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.